Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tatochayam Udirayet. Wir lesen heute aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 1. Dieser Kanto heißt die Schöpfung. Wir lesen aus dem 12. Kapitel, das den Titel trägt: Die Geburt des Kaisers Parikshit. Und wir lesen Vers 25. Tritya Bali Samakrishne. Tritya Bali Samakrishne. Tritya Bali Samakrishne. Tritya Bali Samakrishne. Prarada Iva Satkraha. Prarada Iva Satkraha. Prarada Iva Satkraha. Prarada Iva Satkraha. Ahartai Shoshvamidanam. Ahartai Shoshvamidanam. Ahartai Shoshvamedhanam. Ahartai Shoshvamedhanam. Vridanam Paryupasakaha. Vridanam Paryupasakaha. Vridanam Paryupasakaha. Vridanam Paryupasakaha. Trityabali Samakrishne. Trityabali Samakrishne. Prarada Iva Satkraha. Prarada Iva Satkraha. Ahartai Shoshvamedhanam. Vridanam Paryupasakaha. Vridanam Paryupasakaha. Trityabali Samakrishne. Trityabali Samakrishne. Prarada Iva Satkraha. Prarada Iva Satkraha. Angeduld. Angeduld. Bali Samaha. Bali Samaha. Wie Bali Maharaj. Wie Bali Maharaj. Krishna. Krishna. Zu Shri Krishna. Zu Shri Krishna. Prarada, Prahlad Maharaj, Iva, wie, Satgraha, Geweihter von, Aharta, Durchführender, Esha, dieses Kind, Ashwamedanam, von Ashwamedha Opfern, Vridanam, der alten und erfahrenen Männer. Payupasakaha, Nachfolger. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher Geweihter Sri Krishnas sein wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Ashwamedha-Opfer, Pferdeopfer durchführen. Und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. Erläuterung. Bali Maharaj, eine der 12 Autoritäten im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Bali Maharaj ist eine große Autorität im hingebungsvollen Dienst, weil er alles opferte, um den Herrn zu erfreuen und die Verbindung mit seinem sogenannten Spiritual Meister aufgab, der ihn zunächst daran hinderte, alles für den Dienst des Herrn zu wagen. Die höchste Vollkommenheit des religiösen Lebens besteht darin, die Stufe uneingeschränkten, motivlosen, hingebungsvollen Dienstes für den Herrn zu erreichen, ohne sich durch irgendeine Art weltlicher Verpflichtung beeinträchtigen zu lassen. Bali Maharaj war entschlossen, alles für die Zufriedenstellung des Herrn aufzugeben, und er kümmerte sich um kein anderes, um kein Hindernis, ganz gleich welcher Art. Er ist der Enkel Prahlad Maharajas, einer weiteren großen Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Die Geschichte Bali Maharajas und seine Begegnung mit Vishnu Vamanadev wird im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam, Kapitel 11 bis 24, ausführlich geschildert. Prahlad Maharaj, ein vollkommener Geweihter Sri Krishnas, Vishnus. Als er nur 5 Jahre alt war, züchtigte ihn sein Vater Hiranyakashipu mit aller Strenge, weil er ein reiner Geweihter des Herrn geworden war.
Er war der erste Sohn Hiranyakashipus und seine Mutter hieß Kayadu. Prahlad Maharaj ist eine Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn, weil er seinen Vater von Nrisingadev töten ließ, wodurch er das Beispiel setzte, dass jedes Hindernis auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, selbst wenn es sich dabei um den eigenen Vater handelt, überwunden werden sollte. Er hatte 4 Söhne, von denen Virojana, der älteste Sohn, der Vater des oben erwähnten Bali Maharaj ist. Die Schilderung von Prahlads Taten findet man im 7. Kanto des Srimad Bhagavatam. Oma Gyana Timirandas Yaginanjana Savakya Chakshur Militam Yena Tasmaya Shri Gurave Namaha Mukham Karuti Vachalam Pangung Langayate Karim Yat Kripata Mahang Vande Shri Gurundina Taranam Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svavadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher Geweihter Shri Krishna sein, wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Ashwamedha-Opfer, Pferdeopfer durchführen und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. Es geht hier um gute Eigenschaften, die dieser Parikshit Maharaj haben wird. So, erstens interessant, dieser Vers wird ja, soweit ich weiß, von Weisen gesprochen, ja? Ist Parikshit schon geboren oder noch nicht an dieser Stelle? Sprechen die über ihn, der gerade geboren wird? Ich glaube, ist gerade geboren sozusagen, ja? Das heißt, hier gibt es Weise, die das neugeborene Kind glorifizieren und vorhersagen, wer das sein wird. Interessant, woher wussten die das? Ja? Wenn ein Kind geboren wird, woher weiß man, wie sich das Kind entwickeln wird? Oh, das wird mal ein großer Anwalt. Das Kind, das wird ein großer Anwalt und wird viele Prozesse gewinnen und wird viel Geld machen, wird viele Kinder haben und so, dies und jenes. Oder dieses Kind wird, ja, woher weiß man das? Wir sagen das vielleicht so, würden uns freuen darüber, aber diese Weisen waren hier sehr genau und sehr überzeugt. Nein, das wird wirklich so eintreten. So, die Weisen haben viel Wissen, haben eine Voraussicht. Und sie beschreiben dieses Kind anhand der Eigenschaften anderer großer Persönlichkeiten. Und heute hören wir von den guten Eigenschaften, die Parikshit Maharaj haben wird, im Vergleich zu denen, die sie schon an den Tag legten. Und 2 Beispiele werden hier gegeben. Erstens Bali Maharaj und zweitens Prahlad. So ist wichtig, dass man gute Eigenschaften besitzt. Jeder von uns soll eigentlich an sich arbeiten und gute Eigenschaften entwickeln. Auch als Anmerkung zum Bhakta-Kurs, da geht es nicht nur um Theorie, nicht nur um Information, sondern eigentlich geht es um Charakterbildung. Ja, dass wir wirklich an uns arbeiten und erkennen, wo müssen wir an uns arbeiten. Manche haben vielleicht eher ein Problem mit Geduld, manche weniger. Aber jeder soll verstehen, wo liegt meine Schwierigkeit. Und wie kann ich die überwinden? Und dafür muss man sehr ehrlich sein, weil wir sehen selten gerne unsere schlechten Eigenschaften. Eher im Gegenteil. Wir wollen gepriesen werden, gelobt werden. Und wir wollen, dass alle sehen, wie wunderbar wir sind. Wir haben da so ein Bild von uns und wir wollen, dass das alle auch so sehen, wie wir gerne wären. Aber ja, die Realität sieht anders aus. So, die Weisen haben das prophezeit. Bali Maharaj wird hier erklärt, er war sehr geduldig. Er war sehr geduldig. Warum? Weil Bali Maharaj eigentlich sehr hingegeben war. Bali Maharaj war sehr hingegeben, hat alles für Krishna getan und Krishna hat das nicht gewertschätzt. Vishnu hat das nicht gewertschätzt, hat ihn bestraft. Ja, wir kennen das. Als Vamana erschien, die Geschichte ist natürlich sehr lang und umfangreich, aber letztendlich, Vishnu ist erschienen, dieser Gestalt von Vamana, und hat Bali ausgetrickst, weil Bali Maharaj hat das ganze, nicht das ganze Universum, aber die höheren Planetensysteme, Svarga Loka, hat er erobert, unrechtmäßig. Darauf hinauf wurde Vishnu verehrt und erschien dann als der Bruder von Indra, ja, Upendra, das ist ein anderer Name für Vamanadev, um die himmlischen Planeten wieder Indra zurückzugeben.
Ja, Indra regiert normalerweise über die himmlischen Planeten. Bali Maharaj ist gekommen, hat ihn vertrieben, hat regiert und danach ist dann eben Vamana gekommen, hat ihm die himmlischen Planeten wieder weggenommen und Indra zurückgegeben. Und wie hat das Vamana gemacht? Natürlich, er bat um 3 Schritte Land, die ihm Bali Maharaj auch großzügigerweise gewährte, obwohl sein Guru Shukracharya gesagt hat, mach das auf keinen Fall, weil Vishnu ist ja nicht gekommen in einer offensichtlichen Gestalt mit 4 Armen und Muschelhorn und alles und gibt die Himmel zurück. Er ist gekommen als Vamana. Und Vamana heißt Zwerg, wenn man das übersetzt. Das Wort Vamana heißt Zwerg. Ein ganz kleiner Mensch. Ja? Aber es heißt Zwerg Brahmana. Ein Zwerg Brahmana. Auch interessant, ja? Also so eine Art Lilliputaner Brahmana. Aber es heißt, er war sehr schön. Oftmals diese Zwerge sind nicht unbedingt so schön. Aber er war bekannt und er war beeindruckend durch seine unglaubliche Schönheit. Und als er in diese Opferarena des Bali kam, waren alle total beeindruckt und haben ihre Blicke auf diesen Vamana gerichtet und er hat geleuchtet und alle waren vollkommen von ihm eingenommen, weil er so schön war. Und sofort hat Bali Maharaj ihm Ehrbietung dargebracht. Oh, große Persönlichkeit. Das heißt, er war auch ein Zwerg Brahmachari. Und nicht nur ein Zwerg Brahmana, sondern ein Zwerg Brahmachari. Und hat ihn zuvor in Ehrerbietung weisen Sadhu. So soll man Sadhus empfangen. Wenn Sadhus kommen, das Problem hier ist, wir sind schon alle Sadhus. Das ist das Problem in dieser erlauchten Gemeinschaft. Deshalb müssen wir uns gegenseitig eigentlich noch mehr respektieren. Normalerweise, die sogenannten gefallenen Haushälter, wie es heißt in der vedischen Kultur, verstehen das sehr gut. Oh, ein Sadhu. Wenn man nach Indien kommt, in jedes Dorf, da wird man sehr respektvoll empfangen von denen, die sich selbst als gefallene Haushälter betrachten. Das sage ja nicht ich jetzt, aber sie selbst sagen, oh, wir sind gefallene Haushälter in diesem Brunnen des materiellen Daseins und du bist ein Sadhu und waschen die Füße und kochen und all das. Das ist vedische Kultur, das ist wichtig. Ja. Und so hat das auch, wer war das? Maharaj Yudhishthir. Er selbst hat gesagt, oh, ich bin ein gefallener Haushälter. Hat sogar Yudhishthir hat das gesagt über sich. Ja. So wurde Vamana empfangen und dann bat Bali ihm alles an, weil letztendlich, das sieht man auch öfter bei großen Königen, wie zum Beispiel, wie hieß der im 9. Kanto, wird er beschrieben, Chandra, nee, Namen vergessen. Aber der König hat sein ganzes Königreich den Brahmanas gegeben. Ja, und das ist eigentlich, was hier auch erwähnt wird. Wir sollen alles aufgeben oder alles geben. Wir sollen alles den Sadhus geben. Und manche dieser Könige, die ein ganzes Königreich hatten, gingen so weit und sagten, mein lieber Sadhu, ich gebe dir mein ganzes Königreich. Und dieser Sadhu hat das akzeptiert als Spende und dann gesagt, und ich gebe dir, hat das dann dem König zurückgegeben und du verwaltest es für mich. Ja, du managst das alles. So, und so verstehen sich auch viele Tempel in Indien, dass das Land nicht den Menschen gehört, sondern Krishna, dem Deity. Und die Priester und auch der Kshatriya, die Regierung, verwalten das für den Deity zum Beispiel. Ja. So, Nirmama, nichts gehört mir. Und so auch Bali Maharaj, er bat Indra, Vamana alles an, sagte, ja, was kann ich für dich tun? Und was sagt Vamana? Ich bin nur ein Sadhu, ein Brahmachari, ich wandere nur durch das Land, ich brauche nichts. Und sagt Bali, aber ich möchte dir etwas geben, du bist so eine große Persönlichkeit, ich kann das sehen, lass mich dir dienen. Und sagt, na gut, dann gib mir einfach einen kleinen Ort von 3 Schritt Land, sagt er. 3 Schritte, weil ein Sadhu soll nicht mehr haben als das. Das heißt, 3 Schritte reichen aus, um den Körper hinzulegen, um zu schlafen. Mehr braucht man nicht. Man braucht nur so viel Platz, um seinen Körper hinzulegen, um zu schlafen. Und sonst wandert der Sadhu einfach durch die Welt und predigt und denkt an Krishna und er leuchtet die Menschen. So. Und so sagt, was hat Bali gesagt? Bali sagt, das ist aber nicht sehr intelligent. Ich kann dir so viel geben. Ich besitze die himmlischen Planeten und ich kann dir einen ganzen Loka geben. Einen ganzen Planeten kann ich dir geben und Reichtümer und alles, was du möchtest. Und du fragst mich nur nach 3 Schritt Land. Er hat sich fast schon beleidigt gefühlt. Ja, ich kann dir so viel geben, du willst nur so wenig. Und Vamana hat gesagt, wenn man nicht einmal mit dem zufrieden ist, wird man nicht auch mit dem ganzen
Planeten wird man nicht zufrieden sein. Das ist wahr. Ja, wenn wir unsere Gier nicht kontrollieren, werden wir nie zufrieden. Wir wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr und das noch und das noch und das noch und das noch. Aber nie wird man glücklich. Das ist interessant. Ich denke, das macht mich glücklich, wenn ich das habe. Und dann habe ich das, aber ah, das will ich auch noch und das will ich auch noch. Man wird nie glücklich, man ist eigentlich verflucht. Man ist getrieben, so viel anzusammeln. So, und deshalb Vamana, als Weiser, dient als Weiser, gibt das Beispiel, sei mit wenig zufrieden. Und sei nicht nur mit wenig zufrieden, sei mit so wenig wie möglich zufrieden. Und das sollen wir auch in der Gemeinschaft der Gottgeweihten lernen, im Tempel lernen, weniger zu haben. Weniger ist mehr. Und ich persönlich sehe das auch so. Es ist ein Reichtum, wenig zu haben. Es ist ein Reichtum, wenig zu haben. Weil je mehr man hat, desto mehr Probleme hat man. Ja, habe ich mal eine Geschichte gehört, nicht eine Geschichte, kommen wieder die berühmten ISKCON-Geschichten. Vorgestern hatten wir auch eine berühmte ISKCON-Geschichte, die sich als nicht wahr herausgestellt hat. Aber die habe ich gehört auch von jemandem direkt, so, dann wird es schon stimmen. Da hat ein Devotee, der Prithu Prabhu, mal mit George Harrison gesprochen. Ja, kennt jeder George Harrison? Kennt ihr auch George Harrison? Okay, ja, George Harrison, sogar da berühmt. Und hat ihn gefragt, George, wie viel Geld hast du verdient in diesem Jahr? Und das war ungefähr Mitte des Jahres, ne? Ungefähr Mai oder Juni oder so, halbes Jahr. Und er hat gerechnet und gesagt, ja, das waren jetzt, da, was hat er gesagt, 6 Monate, ja, irgendwas hat man gesagt, 30 Millionen Pfund. Ungefähr 30 Millionen Pfund, ja, so praktisch alle paar Tage 1 Million Pfund. Ja, das war schon später, weil du als so ein Popkünstler oder was auch immer die Musik war, ja, du verdienst ja nicht nur von Konzerten, du verdienst ja von den Plattenverkäufen und gerade von den Beatles, ich meine. Merchandising, Interviews, Sponsor und so ein Zeugs, ja. Und dann gibt es noch Konzerte, also die haben sehr viele Einnahmenquellen, die haben sich so 30 Millionen Pfund da in dem halben Jahr. Und dann hat Prithu Prabhu gefragt, und, macht dich das glücklich? Und er sagt, für jedes Pfund, das ich bekomme, habe ich eine Sorge mehr. In einem halben Jahr 30 Millionen Sorgen. Ja, manchmal haben wir so Sorgen. Und eine Sorge ist schon ein Riesenproblem. Oh, ich habe Zahnschmerzen gerade. Oh, eine Sorge, oh, meine Zahnschmerzen. Oh, meine Kinder schreiben gerade so schlechte Noten oder dies und jenes. Und eine Sorge ist schon ein Riesendrama. Stell dir mal 30 Millionen Sorgen vor. Dann wirst du verrückt. Oder eine andere Geschichte von Kadambakannaswamy, habe ich mal gehört. Da hat er einen Kugelschreiber bekommen, hat ihm jemand einen Kugelschreiber gespendet, aber einen sehr guten Kugelschreiber. Das ist nicht ein gewöhnlicher, so ein billig Kugelschreiber, wo CDU draufsteht oder sowas. Oder SPD oder irgendwas. Ja, so ein Wahlgeschenk. Sondern, da gibt es, kennt ihr Montblanc? Diese Marke, Montblanc, habt ihr schon mal gehört? Die machen Kugelschreiber, kostet einer 100, 200, 500, 600 Euro. Nur ein Kugelschreiber. Montblanc. Wenn man angeben will, dann hat man so einen Montblanc-Kugelschreiber hier drin. Ne? So, jedenfalls hat er so einen wertvollen Kugelschreiber bekommen, weil manchmal notiert man ja Dinge. Und als er den bekommen hat, dann war, oh, mein Kugelschreiber. Und immer auf dem Kugelschreiber aufgepasst, wo ist mein Kugelschreiber? Wenn das so ein CDU-Kugelschreiber ist, ist dir egal, wo der rumliegt. Und ich habe jetzt schon wieder einen Kugelschreiber verloren zum Beispiel, ich verliere die ständig. Aber wenn das mein Montblanc-Kugelschreiber wäre, dann würde ich den nicht einfach irgendwo liegen lassen. Ist so, ne? Auf einmal hast du mit der Sache eine Sorge. Und deshalb, je intelligenter wir sind, desto mehr können wir entsagen. Weil die Anhaftung kommt nur von den materiellen Wünschen. Aber gleichzeitig auch die Anhaftung bringt die Sorgen, die Probleme. Ja. Deshalb, je mehr wir entsagen können, desto besser. Macht glücklicher. So, jedenfalls, Bali Maharaj hat das nicht verstanden und er sagt, aber ich möchte dir mehr geben. Und er bietet ihm alles Mögliche und sagt, nein, warum? Er sagt, nein, nein, 3 Schritte Land. Ich will nur 3 Schritte Land, damit bin ich zufrieden. Und dann Shukracharya, der Meister von Bali, hat das gehört und hat sofort interveniert und ihn zur Seite geholt und gesagt, mach das bloß nicht. Gib ihm nicht einmal 3 Schritte, weil ich sehe das. Das ist kein normaler Zwerg, Brahmana. Das ist Vishnu. Und Bali, was, das ist Vishnu?
ist doch nicht Vishnu, guck mal, das ist ein lieber kleiner Zwerg-Brahmana. Wieder Charu oder sowas. Zwerg-Brahmana. Das ist auch ein Zwerg-Brahmana. Drei Schritte lang sind genug für mich. Und Shuka sagt, nein, ich bin mir sicher. Das ist Vishnu, der dir gerade einen Streich spielt, der dich austrickst. Und du wirst sehen, er wird dir alles wegnehmen. Du wirst alles verlieren. Alles, wofür du gekämpft hast, all die Jahre lang, haben wir uns bemüht, die himmlischen Planeten zu erobern. Und er wird dir mit einem Mal alles wegnehmen. Weil Bali Maharaj hat lange für die himmlischen Planeten gekämpft. Die ganze Geschichte zieht sich über den ganzen achten Kanto hinweg. Und Bali ist sogar gestorben in einer Schlacht. In einer Schlacht gegen die Halbgötter ist er gestorben. Aber Shukracharya hat durch seine mystischen Kräfte ihn wieder zum Leben erweckt. Und Bali war ihm so dankbar, dass er ihn sehr verehrt hat. Und durch diese Verehrung wurde er sehr mächtig. Und er bekam alle Waffen, mächtige Waffen und mächtige Streitwagen und all das. Und durch die Segnung der Brahmanas war er mächtig, die himmlischen Planeten zu erobern. Sogar, und Indra, als der Bali gesehen hat, als er gekommen ist mit seinen Armeen, Indra hat die ganze, Indra Puri, wie heißt? Indraprastha. Nein, nicht Indraprastha. Wie heißt die Hauptstadt? Amaravati. Ja? Hat er kampflos aufgegeben. Er hat seinen Guru gefragt, Brihaspati, oh, ich sehe, Bali Maharaj ist sehr mächtig, mit all seinen Armeen, was sollen wir tun? Und Brihaspati sagt, zieh dich einfach zurück, du wirst gegen ihn nicht gewinnen können. Er hat gerade die Segnung von mächtigen Brahmanas. Und interessante Sache ist, die himmlischen Planeten, die sind ja irgendwo da oben, Svargaloka. Und das heißt, Bali Maharaj, der ging oder bewegte sich dorthin mit seinen Armeen. Nur Bali war ja nicht auf Svargaloka. Und jetzt meine Frage, als ich das gelesen habe, wie ist der da hingekommen? Weil der ist ja praktisch durch das Universum geflogen. In der Geschichte wird nicht von UFOs gesprochen, der ist dann mit Armeen gegangen. Wie hat er das gemacht? Kann wer von euch herausfinden, der sich da mehr für interessiert. Jedenfalls sagt Shukracharya, wir haben für das so lange gekämpft und so bemüht und das ist auf jeden Fall Vishnu. Und der wird dir das alles wegnehmen, der wird irgendeinen Trick anwenden. Der wird irgendeinen Trick anwenden, du wirst alles verlieren. Und dann hat Bali Maharaj gesagt, mein lieber Guru, ich kann deiner Anweisung nicht folgen. Weil gerade wenn es Vishnu ist, dann muss ich mich ihm hingeben. Und das ist das Paradebeispiel für einen falschen Guru. Ja, Prabhupada macht diesen Punkt in der Erläuterung in diesem Kanto, dass ein Guru, wenn er sagt, gib dich Krishna nicht hin, dann ist ein falscher Guru. Das heißt, die positive Alternative, ein echter Guru ist jemand, der uns sagt, gib dich Krishna hin. Und somit können wir sehen, dass die meisten Gurus, die sagen, sind Gurus oder Bücher schreiben oder predigen, falsche Gurus sind. Und wir wollen ja keine Namen nennen, aber an den Philosophien kann man sie erkennen. So jedenfalls, Bali Maharaj hat seinen Guru abgelehnt und ging zu Vamana und sagt, ja, ich gewähre dir drei Land, dass du mit drei deiner Schritte abmessen kannst. Und Vamana war sehr dankbar und hat auf einmal seinen ersten Schritt gemacht in einer Form, die von einem kleinen Zwerg-Brahmana, ja, die auf einmal sehr groß geworden ist. Er hat sich erweitert, so groß wie das Universum. Und der erste Schritt ging über die ganze Erde, beziehungsweise Erde, Bhumandala. Ja, was ist schon die Erde? So, mit dem ersten Schritt hat er die ganze Erde und dadurch gehört ihm die ganze Erde. Und mit dem zweiten Schritt, den hat er über das ganze Universum gemacht und dadurch gehört ihm alle Orte des Universums, inklusive Bali Maharaj Svargaloka. Und so gehört ihm alles und so sagt Vamana zu Bali, mein lieber Bali, du hast mir drei Schritte versprochen. Ich habe nur zwei gemacht und mir gehört schon alles. Wo soll ich meinen dritten Schritt hinsetzen? Du hast dein Versprechen gebrochen, du Schurke. Und was hat Bali gemacht? Er sagt, oh mein Herr, bitte setze deinen dritten Schritt auf meinen Kopf, sodass auch ich dir gehören möge. Und was hat Vamana gesagt? Das gilt nicht. Das gilt nicht. Hat es dennoch gemacht, aber den dann gefangen genommen und gesagt, du hast dein Versprechen nicht gehalten, das gilt nicht. Er hat es nicht akzeptiert. Und er hat ihn sogar in Ketten geworfen, in Ketten, hat ihn gefesselt. Und darauf hinauf wollten die Soldaten von Bali Maharaj Vamana angreifen. Aber die hat sie einfach, Bali hat sie zurückgehalten und gesagt, nein, mach das nicht. Und so wurde Bali festgenommen.
Und dann, was hat Vamana gesagt? Du hast dir unrechtmäßig die himmlischen Planeten angeeignet. Die gehören Indra. Er ist dafür bestimmt zu regieren. Und ich verbanne dich nun raus aus den, von den himmlischen Planeten zu den niederen Planetensystemen. So, da gibt es immer eine Verwechslung zwischen den niederen Planetensystemen und den höllischen Planeten. Das ist ein Unterschied. Ja, die niederen, Patala, Sutala, Rasatala, Talatala, Matala, Vitala, so wie die alle heißen, ja, das sind nicht höllische Planeten. Die höllischen Planeten heißen Naraka. Und das sind Höllen, in denen man sehr leidet und bestraft wird für lange Zeit. Da passieren wundervolle Dinge. Wie zum Beispiel, da gibt es so dämonische Monsterwesen, die den höllischen Touristen von einem hohen Berg werfen und auf Bäume. Und die Bäume haben Blätter von Rasierklingen. Und dann fällt man da so durch und der ganze Körper wird vollkommen zerschnitten und landet am Boden. Und dann sammeln die dich wieder ein und dann bist du wieder ganz und dann schmeißen sie dich nochmal runter. Und das geht für lange Zeit. Ja? Interessant. Oder da gibt es Wesen, die fressen deine Gedärme oder so. Oder du musst dich selbst essen. Ja, so verschiedene höllische Planeten, wie man sich so klassisch vorstellt. Aber der Unterschied zu einem ewigen höllischen Dasein und zu diesem vedischen höllischen Dasein ist, dass das ist vergänglich. Da muss man für eine gewisse Zeit hin, wenn man sehr sündhaft gehandelt hat, kommt man auch wieder raus. So, das ist Naraka, das sind die höllischen Planeten, aber die niederen Planeten, ja, dort ist alles teilweise sehr gut, sehr schön. Die heißen auch Bilasvarga. Svarga sind die himmlischen Planeten. Dort kann man lange genießen, hat man einen sehr schönen Körper. Ja. Ein Körper, der immer gut riecht, der immer nach Blumen duftet. Braucht man nie Deo oder Parfum, braucht man nie Hugo Boss oder irgendwas. Ich mache immer Schleichwerbung, ist nicht gut. Ja. Ja. Braucht man kein Parfüm. Da riecht man gut. Da ist man sehr schön. Da passt alles. Nicht wie bei unseren, habe ich ja gestern schon drüber gesprochen, unseren von Makeln behafteten Körpern. Da hat man wunderschöne Körper. Und dort sind Sinnen, Freuden vollkommen legal. Ja. Auf unserem Planeten ist Sinnenbefriedigung illegal. Deshalb bekommt man nicht nur jetzt Drogen oder so. Ja. Jede Sinnenbefriedigung ist illegal. Außer man macht es in Übereinstimmung mit Shastra. Und wenn das nicht, bekommst du eine Reaktion. Ja. Aber dort ist jede Sinnenfreude legal. Da darfst du dich berauschen und die haben die besten Drogen. Ja. Das heißt Somarasa. Das ist sowas wie ein alkoholisches Getränk, das sehr gut schmeckt und auch so berauscht, dass du einfach glücklich bist und ohne, wie sagt man, Kater, keine Katerstimmung am nächsten Morgen. Und die Mädchen sind himmelsgleich englische Wesen und Sexualität ist dort frei. Ja. Und deshalb wollen alle nach Svarga, wir wollen dorthin. Auch die Moslems, ja, 1000 Jungfrauen und so, die wollen alle nach Svarga. Das ist, was die wollen. So, jedenfalls, das sind die himmlischen Planeten. Und die niederen Planeten, die heißen Bilasvarga. Bila heißt so etwas wie Imitationshimmel oder diesen himmlischen Planeten gleich. Aber der Unterschied, dort gibt es auch himmlische Freuden. Aber der Unterschied, auf den himmlischen Planeten ist alles mit Übereinstimmung von Vishnus Gesetzen. Das heißt, alles sind dort Devotees. Auf den himmlischen Planeten, obwohl die so an Sinnenbefriedigung angehaftet sind, das sind Gottgeweihte, aber das nennt sich Kama Mishra Bhaktas. Ja? Das heißt, das sind Devotees, die viele materielle Wünsche haben und Krishna bitten, bitte erfülle mir meine Wünsche. Und Krishna erlaubt das, wenn man fromm ist. Aber es sind Devotees. Und unten auf diesen niederen Planeten, die wollen ohne Vishnus Segnung genießen. Und das ist alles sehr atheistisch. Und eigentlich sehr kalt, sehr materialistisch, so wie in unserer heutigen Gesellschaft. Da imitieren wir das mit unserer Technologie, mit unserer Sinnenbefriedigung, aber alles sehr oberflächlich. Da gibt es keine wirklichen Beziehungen. Und so musste Bali Maharaj zu diesen niederen Planeten gehen und dort leben. Aber Vamana war so barmherzig und sagte, aber weil du ja doch mein Bhakta bist, komme ich mit dir mit und werde dein Torhüter. Ich werde der Torhüter von deinem Palast. Und so wurde Vamana der Torhüter vom Palast von Bali Maharaj. Und eine andere Segnung, die Bali Maharaj bekommen hat, er sagte, du willst ja unbedingt der Herr der himmlischen Planeten sein, du willst ja unbedingt Indra sein, jetzt hast du das illegal gemacht, aber im nächsten Manvantara wirst du der Indra.
Weil Indra ist keine Person, Indra ist ja ein Posten, ein Ministerposten. Und im nächsten Zeitalter, der Regierung, Regierungszeitalter, dann wird dann Bali Maharaj der Indra. Also in ungefähr 72 minus 28 mal 4,32 Millionen Jahren. Dann haben wir einen neuen Indra. Ja, also lange noch. So, das ist Bali Maharaj. So, aber Bali Maharaj, der Punkt ist hier, warum wird er als geduldig bezeichnet, obwohl Vishnu so gemein zu ihm war, ist er nicht ein Atheist geworden. Ja? Weil normalerweise, wenn wir unfromm sind und vom Leben bestraft werden, dann geben wir als erstes Gott die Schuld. Ist so. Deshalb das Argument, das Hauptargument der Atheisten, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Ist es nicht so? Wenn es doch einen guten Gott gibt, einen allliebenden Gott, den guten Vater, den Hirten, warum gibt es so viel Leid? Krieg und Folter und Scheidung und Kindesmissbrauch und Naturkatastrophen und ich habe mir das Auge ausgestochen, als ich meine Wimpern gezupft habe und wer weiß was. Warum passiert das? Warum ein allliebender Gott, warum lässt er das zu? So, und gerade wenn sie selbst leiden, viele Atheisten sind nicht Atheisten aus philosophischer Überzeugung, sondern aus emotionalen Gründen. Denen ist irgendwas passiert und deshalb legitimiert das ihren Atheismus. Ja, emotionale Atheisten, sehr viele. Und auf der anderen Seite jemand, der fromm ist und dem etwas passiert, der gibt sich automatisch Gott hin. Darum sagt man auch, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Weil sofort, wenn ein Problem ist, oh lieber Gott, bitte beschütze mich. Ich kann mich erinnern aus eigener Erfahrung. Da war ich noch ein bisschen kleiner. Und da hatte ich die Angewohnheit mit Freunden nachts, ich durfte noch nicht so lange weggehen, am Wochenende und so, vielleicht um 10 Uhr musste ich, könnt ihr euch noch erinnern? Um 10 Uhr bist du zu Hause, um 9 Uhr bist du da, um 12 Uhr, das wird dann immer länger, je älter man ist. Ja? Und an gewissen Punkt ist dann vollkommen frei, aber da war das noch nicht so. Und ich musste da um eine gewisse Uhrzeit zu Hause sein und das war natürlich, wollte ich nicht. Und dann haben wir einen Plan gemacht, wir kommen brav nach Hause und dann gehen wir in unser Zimmer. Und dann hauen wir ab durchs Fenster und dann treffen wir uns und gehen wir nochmal fort. Ja, habt ihr das auch gemacht, oder? Nee, niemand? Bin ich da der Einzige? Ups. So brave Menschen. Naja, so bin ich so nach Hause, oh, ich bin schon zu Hause geschlafen, ich bin sehr, sehr müde. Und habe das Bett schön vorbereitet, habe da so was reingestopft, falls die halt reinkommen würden, gucken, oh nee, der schläft brav. Ne? Und dann durchs Fenster ab und haben wir uns getroffen und waren wir noch unterwegs, ein bisschen die Nacht genossen und wir waren dann in einer anderen Stadt, aber auf einmal haben wir so Paranoia bekommen, weil wir dachten, oh, es ist illegal, jetzt unterwegs zu sein und wenn die Polizei uns sieht und fragt, was macht ihr hier auf der Straße, es ist noch so jung und jedes Auto haben wir dann gedacht, das ist die Polizei. Da kann ich mich erinnern, da sind wir, kommt ein Auto und wir haben uns versteckt und so eine Mauer auf die Art, ja, und dann, das war nur mein Horrortrip, am besten schnell nach Hause, ne? Und dann sind wir irgendwo rumgelaufen und dann war wieder ein Auto und wir sind in so einen Gang hineingegangen, von so einer Wohnung, von so einem Haus. Und das ging so um die Ecke und da saßen wir dann, weil das Auto vor der Tür stehen blieb. Und das Auto ist vorgefahren eben und da haben wir das Licht von dem Auto in diesen Gang hineingesehen, das war Blaulicht. Und wir saßen da und dachten, nein, die Polizei hat uns jetzt gefunden. Und wir saßen da und ich habe zu Peter, oh mein lieber Gott, bitte beschütze mich nicht, die Polizei, wenn meine Eltern das rausfinden, bitte. Und dann hören wir, die Tür geht auf von dem Polizeiwagen und geht zu und dann die Schritte kommen rein und nein, nein. Und dann hören wir, wie die Tür um die Ecke aufgeschlossen wird. Dann geht immer rein, macht die Tür zu und die Polizeiwagen fällt weg. Da haben die einfach nur irgendwen da gerade abgeliefert. Und wir haben, oh danke lieber Gott, danke lieber Gott. Und schnell raus und nach Hause. Aber da kann ich mich noch erinnern, das war so als Kind, ja, so eine Erfahrung, die man gemacht hat, wo man wirklich sieht, dass man doch fromm wird, wenn ein Problem passiert. So, aber das ist nur bei den Frommen. Die Unfrommen, wenn da was passiert, dann werden die atheistisch. Das bestärkt den Atheismus. Warum? Weil die sagen, warum tust du mir das an? Dich kann es nicht geben und so weiter. Aber Bali Maharaj, der wurde so bestraft, obwohl er gut war, wir waren ja Rascals, wir waren ja so Schurken, ja, wir haben ja was Schlechtes gemacht. Ja. Aber Bali Maharaj hat ja was Gutes gemacht. Stell das mal vor.
Das ist auch ein Argument von Atheisten. Warum kann es sein, dass guten Menschen Schlechtes passiert? Ist das nicht ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt? Aber genau im Gegenteil. Weil das Problem, das dir geschieht, wenn du ein Gottgeweihter bist, das wird zu deiner Herrlichkeit. Was wäre Srila Prabhupadas Mission, wenn er angenommen wäre ein indischer Großindustrieller mit vielen Millionen Rupies, Milliarden Rupies wahrscheinlich, braucht man da. Ja. Und dann dachte, ja, ich will jetzt meine Mission durchführen, ich rufe mal meinen Sekretär an, schreib mal schnell die Bhagavad Gita und so und dann schicken wir die per PDF nach Amerika oder so, ja, und dann verbreite ich mein ISKCON und meine Manager, die machen das für mich und ich habe ein paar Millionen, hier baue ich einen Tempel und sitze dann in seinem Office und macht das so. Aber so, Prabhupada hatte gar nichts, nur den Wunsch. Und dann fuhr er auf diesem Frachtschiff, nicht da vielleicht dem, ja, mit seiner Boeing, Privat-Boeing. Hm. Ja, ich fliege mal schon nach Amerika, ich beginne die Hare Krishna-Bewegung und meine Agenten managen das. Wir fliegen mal darüber. Ein Frachtschiff und 3 Herzinfarkte. Apropos Frachtschiff, das müsst ihr euch mal angucken. Die haben jetzt herausgefunden, wer von euch weiß, wie das Schiff heißt, auf dem Prabhupada fuhr. Hm? Chaladuta, ja. Wasserbegleiter heißt das, ne? Chaladuta. Und die haben jetzt herausgefunden, Prabhupada ist gar nicht auf der Chaladuta gekommen. Nein. Beziehungsweise nicht auf der Chaladuta 2. Weil dieses Schiff, das wir immer sehen, auf dem Poster und so, ja, das ist ein bisschen rundlich vorne, ja, das ist die Chaladuta 2. Es gibt Chaladuta 1, 2 und 3. Die 1 ist noch älter, die 2 ist das nächstfolgende Modell, aber Prabhupada ist auf der Chaladuta 3 gekommen. Da haben die jetzt herausgefunden, da gibt es ein Bild davon, die ist ein bisschen moderner, sieht anders aus. Nur zur nebenbei, wenn sich jemand informieren möchte. Aber es ist ein Riesenunterschied, es ist ein ganz anderes Schiff praktisch. Ja? So, Prabhupada kam selbst auf dem Schiff, hat alles mit selbst gemacht, mit gar nichts und daraus. Und das ist doch Prabhupadas Herrlichkeit. Ist es nicht so, wenn wir Leuten erzählen, Hare Krishna-Bewegung, Prabhupada hatte nichts, kam auf dem Frachtschiff, 2 Herzinfarkte und hatte kein Geld und schaut nach links und rechts, wo soll ich hingehen und aus dem Nichts die ganze Hare Krishna-Bewegung kreiert. Das ist zu seiner Herrlichkeit. Oder Prahlad Maharaj, so viel gelitten und er ist durchgegangen wie gar nichts. Oder Prabhupada sagt, Jesus Christus oder Haridas Thakur. Ja. So die Probleme und das Leid, das ein Gottgeweihter bekommt, das wird zu seiner Herrlichkeit. Das zeigt seine Größe. Es gibt auch ein Sprichwort. Bhakti wird getestet in Schwierigkeiten. Ja? Bhakti wird getestet in Schwierigkeiten. Wenn alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, alles super easy. Aber wenn es schwierig wird, das sehen wir. Sind wir wirklich Devotis? Wie sehr sind wir Devotis? Wie sehr sind wir bereit, uns hinzugeben? Wie sehr sind wir bereit, dankbar zu sein, obwohl uns Krishna uns mit der Bratpfanne über den Schädel haut? Danke, Krishna. Das ist eine gute Übung von Adipurusha Prabhu, sagt das. Wenn dir was passiert, du stößt dir den Kopf, du schneidest den Finger, dann sollst du, oder irgendwas ähnliches, ein Leid, wenn dir was passiert, dann sollst du 10 Gründe finden, wodurch du dich, wie sagt man, du sollst dich zehnmal bei Krishna bedanken, mit verschiedenen Gründen. Ja, du schneidest da gerade in der Küche die Kartoffeln, du schneidest den Finger, was sagt man normalerweise? Mist, Krishna. Ja, du sagst, danke Krishna, dass ich mir den Finger geschnitten habe, weil so kann ich mich gerade an dich erinnern. Danke, dass ich mir den Finger geschnitten habe, so kann ich verstehen, dass ich nicht der Körper bin. Danke Krishna, dass ich, und so weiter und so weiter. Ist gar nicht so leicht. Erstmal 10 Gründe und zweitens, ich verblute. Nein, ich sterbe. Nein, ich sterbe. Ja. Aber das ist eine interessante Übung. Das ist eine sehr interessante Übung. Weil letztendlich sind wir Gottgeweihte nur, wenn wir immer Gottgeweihte sind. Und mit einem Vers möchte ich enden, über den Srila Prabhupada gesagt hat, das ist das Motto für alle Gottgeweihten. Wer kennt das Motto für alle Gottgeweihten? Tatenu kampam susamikshamano punjana ivatma kritang vipakam ritvakva pupir vidadan namaste chiveta yamukti bade sadaya bhag. In dem Vers heißt es, dass obwohl jemand die Leiden seiner eigenen schlechten Handlungen erfährt, also die Reaktion des schlechten Karmas, und die in solcher Situation, in dem das Leid auf uns zukommt, mit seinem Geist, seiner Sprache und seinem Körper dem Herrn respektvolle Ehrerbietungen erweist,
Für ihn ist Mukti, das ist sein Anrecht. Sein Anrecht. Das ist gar kein Thema mehr. Du wirst befreit. Versteht ihr das? Ja? Das heißt, wenn uns ein Problem, wenn etwas Schlimmes kommt und wir in solcher Situation Krishna unsere respektvollen Ehrbietungen darbringen können, wenn wir keinen Atheismus mehr im Herzen haben, wenn wir keine Dämonen mehr sind, wenn nicht mehr der Grund und des Verlassens von Krishna dominant ist in unserem Leben, und das ist der Hass auf Krishna. Jeder hat das im Herzen, Hass auf Krishna. Und das sieht man, wenn man eben nicht zufrieden ist in irgendeiner Situation, weil letztendlich geben wir Krishna die Schuld. Weil letztendlich Krishna kontrolliert alles und Krishna ist gut und deshalb ist alles, was ist, gut. Und solange wir ein Problem haben, haben wir ein Problem mit Krishna. Und dann sind wir undankbar. So, wenn wir ein Problem haben und dennoch, obwohl es problematisch wird, uns Respekt vor Ehrbietung Krishna darbringen, dann sind wir sehr fortgeschritten und werden mit Sicherheit in die spirituelle Welt gehen. So, das ist das Motto, Prabhupada sagt, das ist das Motto für alle Gottgeweihten. Das ist ein wichtiger Vers. Und es ist nicht nur ein wichtiger Vers, es ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Das muss man verstehen. Weil wer leidet nicht? Ja, wir leiden immer. Immer irgendein Problem. Und dann ist ein Problem eine Chance. Es ist eine Möglichkeit, Fortschritt zu machen. Das ist wichtig. So, deshalb ist hier Bali Maharaj ein gutes Beispiel, der, obwohl er so scheinbar ungerecht bestraft wurde, dennoch ergeben war. Und deshalb alles von Vishnu bekommen hat. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Weil manchmal wird das Leben richtig hart. Auch für Gottgeweihte. Es ist nicht so, oh, jetzt sind wir die Votis und alles ist gut. Ja, es ist schon gut, aber wir müssen es halt wahrnehmen. Und manchmal wird es richtig hart. Und wenn wir halt stolz sind, im Ego sind, ja, dann werden wir sehr leiden. Aber wenn wir das nicht sind, ist alles in Ordnung. Egal, was passiert. Sogar wenn dein Kind stirbt. Wie bei Srivas Thakur. Sie hat einen Kirtan gemacht. Und auf einmal kam die Kunde zu Srivas Thakur. Dein Sohn ist gerade gestorben. Ein kleiner Sohn. Und was hat Srivas Thakur gesagt? Wir haben hier gerade Kirtan. Belästige mich nicht mit solchen Informationen. Aber an sich ist es wahr. An sich ist es wahr. Ashochan anva shochastvang pragyavadangstabhashate gadasunagadasunshan nanushochanti pandita. Der Weise beklagt weder die Lebenden noch die Toten. Ja. Wenn jemand stirbt, gerade wenn es ein Gottgeweihter ist, das ist gut. Das ist gut, weil die Seele, wir verlassen den Körper. Es ist nicht, dass wir jetzt hier, wenn das natürlich, also Tod ist, meine ich. Wir haben einen Abschnitt vorbei und es wird ja nur besser. Und gerade der Körper, also wenn ich diesen Körper verlassen werde, das ist wunderbar. Weil gerade dieser Körper, gerade wo wir gerade die Votis werden, ist mit so viel Karma behaftet, so vielen Problemen, so vielen, ja, das wird alles aufgegeben, das wird alles gereinigt und man macht weiter in seiner Entwicklung. Ja? Trauer um Tod ist nur sentimental. Die Seele lebt eh, das ist doch der ganze Punkt der Bhagavad Gita. Arjuna war genauso, oh, ich kann nicht kämpfen und ich sterbe dann und es ist so schrecklich. Und was hat Krishna gesagt? Während du gelehrte Worte sprichst, betraust du, was der Klage nicht wert ist. Die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Es gibt keinen Tod, das ist doch die ganze Illusion der Welt. Ist aber tief, ist tief, aber dennoch. Ja, wir sind ewige Lebewesen. Okay, ich habe gesagt, den letzten Vers nicht, aber die letzte Geschichte. Weil die macht das sehr gut, die Geschichte ist sehr gut. Srila Prabhupada war in Vrindavan. Und dann kam eine Mutter mit ihrer Tochter. Und die Tochter war ungefähr vielleicht 13, 14 Jahre alt. Und sie hatten da schon bei Srila Prabhupada im Zimmer. Und Prabhupada saß da, empfing sie. Und dann waren beide sehr traurig und sehr emotional. Und dann hat die Mutter erklärt, ja, meine Tochter hier, sie wird bald sterben, sie hat jetzt Krebs und wir sind hier nach Vrindavan gekommen, damit sie hier ihren Körper aufgeben kann. Und es ist sehr traurig und all das und haben so gejammert und geweint und alles. War eine sehr intensive Situation. Dann wird berichtet, dass Prabhupada sie angeguckt hat und am Tisch gehauen hat. Und gesagt,
Was habe ich euch gesagt? Und ich war, die ganze Zeit spreche ich darüber. Wir sind nicht der Körper, der tot ist, um der Predigt zu sein. Habt ihr nicht zugehört? Und wenn Brower das macht, das ist nicht aus dem Ego, nicht Zorn. Das ist einfach nur, um eine Person wachzurütteln, um was bewusst zu machen. Und die wurden dann ganz raus aus dieser Maya des Sentimentalen. Okay, stimmt, ja, richtig. Wurden halt intelligent. Und das heißt, und Brower dazu ihn gepredigt und gesagt, das ist doch der ganze Punkt der Sache. Und das Mädchen hat dann begonnen zu chanten und all das. Nicht, oh, ich muss sterben und es ist alles so schrecklich. Und so. Okay, ich werde es den Körper aufgeben. Okay, dann muss ich ernsthaft werden. Und hat den Körper sehr, sehr glücksverheißend aufgegeben. Und als Brower das erfahren hat, hat er gesagt, ja, sie ist zurück nach Hause gegangen. So, das ist der Punkt. Wir müssen mal intelligent werden. Weg von dieser super sentimentalen, emotionalen Ebene in allen. Und deshalb heißt das Buddhi-Yoga. Buddhi-Yoga, der Yoga der Intelligenz, und das ist Bhakti-Yoga. Okay. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Irgendwelche Fragen? Ja, Jürgen? Du hast gesagt, Bali Maharaj, der wird im nächsten Leben, im nächsten Mandat Inder werden. Ja. Da habe ich eine Frage. Im Bhagavatam bitte, wenn ihr viele Geschichten beschrieben, wo Indra eine Rolle spielt, und das ist dann nicht immer der gleiche Indra wahrscheinlich. Ne? Richtig. Und charakteristisch für Indras Amt ist, dass er oft neidisch wird auf Krishna. Ne? Wie kann dann Bali Maharaj, der ein Maharajan ist, einer der 12 Autoritäten des hingebungsvollen Dienstes, im nächsten Leben zu Indra werden? Muss ja nicht jeder Indra neidisch werden. Manche Indras machen es vielleicht besser als der Indra, der jetzt gerade hier. Dann frage ich aber auch, kommentiert auch, dass Indra die Neigung hat, neidisch auf Krishna zu werden. Ja, klar. Aber er ist trotzdem ein Gottgeweihter. Und das habe ich ja gerade gesprochen auch, dass wir alle noch den Neid in uns tragen. Wir sind alle neidisch auf Krishna. Ravindra Swarupra wurde das mir erzählt, als er gehört hat, oh, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes und Krishna ist Srimati Radharani. Und Srimati Radharani ist die ursprüngliche weibliche Energie und alle Frauen sind eigentlich Erweiterungen von Radharani. Und dann hat er es verstanden. Das heißt, alle Frauen gehören Krishna. Und dann hat er gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Keine für mich. Alle für Krishna. Letztendlich alles für Krishna. So, wir haben alle irgendwo Neid. So, Indra natürlich auch. Aber es ist nicht schlimm, wenn wir daran arbeiten, es zu überwinden. Und darum geht es in unserem spirituellen Leben, dass wir mal akzeptieren, verstehen, dass wir viele Probleme haben, viele Anattas. Nur dann können wir es überwinden. Und eine eben ist diese ganze emotionale, sentimentale Sache, ja? Dass wir verstehen, ich bin nicht der Körper, ich bin Diener von Krishna. Nee, das ist 9 Uhr. Kannst du mich nachher fragen. Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Premanande.